Hallo, hier ist die Lotta. Ich habe mit meinem Papa zusammen Fischertechnik gebaut, einen Händetrockner. Wenn man in die Lichtschranke geht, geht der Ventilator an und dann können die Hände getrocknet werden. Und das Kreuz wechselt auf einen Haken, dass man sieht, dass der Händetrockner in Betrieb ist. Das Bauen und Verdrahtung und einfach das Bauen, ja, hat sehr viel Spaß gemacht und war richtig einfach. Dem kann ich mich nur anschließen, was meine Tochter gesagt hat. Ich finde es ein super Set. Neben diesem Händetrockner gibt es noch zwei weitere Bauanleitungen. Es gibt einmal noch so eine Parkhausschranke, die werden wir jetzt demnächst bauen. Und noch so eine Fußgängerampel. Was mich wirklich begeistert an diesem Set von Fischertechnik, ist nicht nur, dass man da das komplett aufgeräumt hat, auf so einer Platte drauf, dass alles auch mit dabei ist, außer der Calliope, den muss man extra dazu kaufen. Also man muss hier nicht irgendwie anfangen, sich was zu überlegen. Man kann auf der Platte drauf mit dem Calliope das super einbauen, das total machen. Aber was mich wirklich begeistert, ist die Tatsache, dass man was Vernünftiges baut. Man kann jetzt hier so einen Händetrockner machen. Man sieht also, was man programmiert hat. Und das finde ich das ganz Tolle. Wir haben den Händetrockner mit Open Roberta programmiert, einer grafischen Programmierung. Das bedeutet, man muss nicht Code schreiben, sondern hat hier diese Blöcke. Man klickt hier einen von diesen Rechtecken an und dann öffnen sich nochmal Rechtecke, wo dann was drin ist. Zum Beispiel kann man die Anzeige dann wählen und wenn man jetzt im ausgeklappten Zustand einen von diesen Blöcken anklickt und hier rüberfährt und dann loslässt, dann ist der Block erstmal so ein bisschen durchsichtig, ein bisschen schlecht zu sehen, aber wenn man den dann einfügt und er korrekt eingefügt worden ist, dann ist er im Vollfarbbild zu sehen. So sieht man auch gleich, was im Programm drin ist und was nicht. Zum Löschen kann man es einfach rüberziehen und loslassen, dann ist das Ganze gelöscht. Damit haben wir jetzt eben diesen Händetrockner programmiert. Das Gute ist eigentlich, dass man nicht allein gelassen wird bei Fischertechnik mit dieser Programmierung, sondern wenn man jetzt eben hier drauf geht auf dieses Begleitheft, das es als PDF gibt, also hier wird beschrieben bei der Ampel, worum es da geht, was das Prinzip ist und wie das Ganze funktioniert. Dann kommt eben etwas kurz zu dem Aufbau von der Ampel und dann kommt das Programm. Es wird zudem auch erklärt, wie funktioniert ein Taster, also das ist ein Öffner, ein Schließer. Hier werden die Bauteile aus dem Open Roberta, aus der grafischen Programmierung, nochmal dargestellt. Und dann geht es eben zur Programmierung. Jetzt sind die einzelnen Bauteile da und zum Schluss hat man dann eben das fertige Programm. Bereitgestellt wurde mir das Fischertechnik-Set von der Firma Obitech, einen Online-Versandhandel, für den ich sehr, sehr gerne sogar hier Werbung mache. Einfach aus dem Grund, weil ich das selber viel bestelle. Und man hat hier super Bausätze, wo auch grundsätzlich tolle Anleitungen dabei sind. Und deswegen mache ich für die tatsächlich sehr gerne Werbung, weil ich von Obitech wirklich überzeugt bin. Und wenn mal was ist, kann man denen schreiben und bekommt sehr schnell Antwort. Da ist immer ein Ansprechpartner da. Genau, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr euch das Bauset kauft, dann gerne bei Obitech. Wie gesagt, der Link ist unten drin. Und euch jetzt viel Spaß beim Rumprobieren, Rumbasteln und mit euren Kindern zusammen das Programmieren erlernen und erfahren.